Andererseits passen sie prima zur Käse und das ist eine der Haupteigenschaften von... Oh, Entschuldigung, ich hab das Picknick gestört. Das... Ja! Die waren ganz friedlich, die hätten uns bestimmt nichts getan. Ach so, ich hab ihnen ja auch nichts getan, ich bin ja nur dahingelaufen. Naja. Und hab ihren Käse durcheinander gebracht. Hey! Ja, und diese tollen, leckeren Gebäckdinger. Käsekicker! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Magicka 2. An meiner Seite der McRife. Und zwar sowas von willkommen. Grüße euch. Hey, warum habe ich meine Kettensäge nicht in der Hand? Nein, die legendäre Kettensäge. Ich habe die doch im Menü ausgesucht. Ah, ich glaube, das war eine wasserlösliche Kettensäge. Ja. Ja. Ich kann dich jetzt als Truppmitglied entfernen. Ist egal, beim nächsten Mal... Kettensäge. Ich hoffe, das klappt dann. Ich weiß nicht, was jetzt passiert ist. Es tut mir echt leid. Ja, alle haben eingeschaltet, um die Kettensäge zu sehen und du hast sie nicht dabei. Liebe Zuschauer, Mann. Beim nächsten Mal. Versprochen. Aber hey Leute, wir haben einen guten Ersatz. Ich habe einen Leuchtstab und ein Schwert. Echt? Uhu. Cool. Was ist denn das her? Ja, das ist die Ausrüstung eines wahren Kriegers. Lass mal gucken, ob es hier oben uns gibt. Leicht. So, weißt du? Da achte auf die Strömung. Achte auf die Strömung. Oh, das ist ein geil. Das ist fein. Ja, eben. Schön, wir müssen ja gegen die kämpfen. Falls wir jetzt wirklich die Lang kaufen, oder? Ja, nutzen wir auch Blitz, aber ich... Oh, Entschuldigung. Ich bin tot. Das ist ein Cinderella. Das dürfen wir echt keinem erzählen. Müssen wir da lang? Ich weiß nicht, lass mal noch ganz kurz zurück, weil wir haben letztes Mal ein Stück weiter oben aufgehört. Ich blicke jetzt noch nicht ganz durch. Ich habe da oben aber schon wieder so einen Zwerg auf der Brücke stehen sehen. Also ich glaube, ja klar, hier ist das Dorf, der ist am Marktplatz, wo wir hergekommen sind. Und hier haben wir diese Kettensäge bekommen. Und das war der Ladebildschirm. Dorfling, genau. Gerettet, da kommen wir auch nicht mehr runter. Aber da unten war auf jeden Fall stimmt, da war diese Stelle. Ja. Da müssen wir hier weiter. Verrückt. Das ist ja tatsächlich tricky. Einfach das Ding hier abbrennen? Nee, schade. Nee, geht nicht. So, um uns zu rechnen. Nee, doch, wo dann? Gib dir mal die Rüstung, ne? Oh ja. Zack, zack. Vergessen. So, du bist der Eisbrückenbauer und ich bin der Schnetzler, was hältst du davon? Das ist eine gute Planung, ich bin Heiler und Eisbrückenbauer. Läuft. So, wir müssen darüber, da drüben steht nämlich wieder so ein Bazooka-Zwerg. Ja, ich bin groß, empfindlich gegen Eis. Ich hab ihn eingefroren. Zack. Oh. Aua. Eine Schrotflinte, eine Schrotbazooka. Schrotbazooka. Die würde ich ja auch gerne mitnehmen, aber man kann ja leider nicht jede Waffe. Nee, das wäre echt geil. Oder umwachen Gegner von uns. Das waren Menschen. Ich weiß nicht mehr, was gegen Menschen gut war, aber ich glaube Feuer. Da ist eben Vogel runtergefallen. Echt? So, als Hühnerbein und alles. Liebe Menschen. Oh. Zack. Also, Feuer. Weißen sie alle gegen die Todesklinge. Wow, rot gefärbtes Gras. Das ist da unten, da können wir durch so ein Ding gucken. Ich glaube, das bringt uns alle. Also unglaublich intelligenter Aussichtspunkt. Man sieht den Wald gar nicht. Zu viele Bäume im Weg. Das ist unglaublich. Ja. Dieser Humor, so tiefgreifend. Ja. Das ist vor allem, der erwischt einen nur so unterbewusst. Das ist eigentlich diese Kunst an dieser Art des Humors, dass du ihn gar nicht bewusst wahrnimmst, sondern mehr so im Unterbewusstsein. Du lachst gar nicht bewusst darüber, sondern eher so unbewusst. Okay. Genau, okay. Völlig. Oh Gott. Ui. An uns kommt ihr nicht vorbei, Kammerjäger. Gegenwert den Tod. Ich hab's nicht ganz lesen können, weil der Bildschirm war. Also ich glaube, sie sind uns wert, weil die Tod hier sind. Probier's mal. Ja, aus diesem Tisch, wo dieses komische Kind da.
okay. Was weiß ich, den Weltkrieg gestört hat. Denk dann über Schild zu zaubern. Ja, ich bin auch beschäftigt. Ich war das ist nicht da. Also wir waren ja eigentlich die ganze Story hier über. Eigentlich auf dem die Energie von den ganzen Zaubern. Da kam doch unser Zauber, das gibt jetzt aber irgendwie viele Mächte anscheinend nicht drauf. Genau, ich hau mal diese Mächte kurz mal richtig ins Maul. Ich weiß schon, ich bin Ruppi, kann ich nicht zuhören. Ich bin aua, der Knüppel ist tot. Roller hat mich platt gemacht. Falsche Taste. Jebe Mann, ja? Cinderella ist tot. Alter, Alter. Tot. Ja, Cinderella. Ja, Alter. Ja, genau. Disney-Figuren. Ich wusste, die Disney-Figuren. Ich bin eingefroren von der. Das war's wert. Jebe Mackel! Die Schleuder ist wundervoll. Zauberstab. Ich habe aus dem Zauberstab auch gemacht. Dieser perfekt ausbalancierte Stab erlaubt das Kanalisieren von Zaubern in alle Richtungen aus irgendeinem Grund, nur nicht nach oben. Ja. Man weiß es wohl nicht. Das ist merkwürdig. Zwergzauberstab. Warte mal, hatten wir den schon mal? Ui. Nee, der sagt mir nichts. Doch, den hatten wir, glaube ich, schon mal. Ja? Also du vielleicht. Ich glaube, du kannst vor optisch. Okay. Ja, beschleunigt Fokusregeneration erheblich. Nimm den mal, der ist einfach nur besser. Na klar, logisch. Dann ist, glaube ich, der Standard immer noch. Standard-Zauberstab wieder. Stimmt, ich könnte ja irgendwas anderes ausprobieren, hast du recht. Was macht denn der hier? Der Zwergenstaubestab. Schnellere Fokusregeneration. Nichts Schlechtes sonst. Stimmt eigentlich, ja gut. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja. So, da mache ich mal eine neue Rüstung drauf. Ab und zu sollte man seinen Stab auch mal austauschen, ne? Den nicht, immer, nicht immer den Stab aus der letzten Saison benutzen. Oh ja, diesmal habe ich im Ladebildschirm auch dieses wunderschöne, behaarte Etwas. Oh. Mach die Frau, okay? Wer ist ein Hornborik, der Typ? Also, diese kleine Pergament, das ist das letzte der großen verbotenen Magics. Es ist noch viel schlimmer als die, die wir schon zerstört haben. In den falschen Händen könnte es sogar die Macht von Locke brechen. Ihr meint, es ist sogar schlimmer als Vortex? Viel schlimmer. Uns bleibt nur eine Wahl. Das Pergament muss zerstört werden. Worauf warten wir dann? Wer da? Hm. Das ist der König da unten, okay. Ja. Die Zauberer. Dann muss die Verteidigung der Stadt gefallen sein. Bis hierher und nicht weiter, Mandalen. Noch ein Schritt und ihr kriegt unseren Zorn zu spüren. Idiot. Sie sind nur durch die gesamte Verteidigungslinie der Stadt gepflügt. Im Namen von Gerechtigkeit, Frieden und Wohlstand werden wir die Allianz rächen. Nein! Die Welt! Aber hunderte hervorragender Soldaten, Bogenschützen, Magier, alle tot! Der könnte der Dicke recht haben. Wir sehen nicht tatenlos zu, wie ihr gegen unseren Anführer zieht oder unsere strahlende Zukunft befleckt. Oh Mann, ey, ich weiß nicht, wie ihre Stimme war. Ja. Wobei ich sage, Störung in der Zone Vanir wird nicht für Lok entstehen, klar. Tja, wenigstens haben wir bei diesen Zauberern eine Chance. Astronomisch klein, aber es gibt sie. Nehmt denn unsere Häuser, verbrennt unsere Ernte. Doch niemals werdet ihr die Leine mit unserer Wäsche zerschneiden. Okay. Gut, es wird kein Weg dran vorbei, was? Dann kommt jetzt mit dieser Magik der letzte Dreh. Also kämpft er doch. Okay, ich hab jetzt... Also auf jeden Fall beeindruckt, CGI zu schreiben. Auf jeden Fall. Der Opa ist weg. Aua!
Franz. Nein. Alles war schon. Okay. Oh, das ist ein cooler Startding. Offenbar komme ich gerade recht. Dies muss es sein. In komplexer Verschlüsselung verfasst, damit die Toren es nicht erfahren. Ich muss es wissen, denn ich war im Magic-Orden derjenige, der die Technik entwickelt hat. Wisst ihr, das Geheimnis ist, man muss es auf dem Kopf lesen. Nur zu, lest und lernt. Ich kann es nicht allzu lange hochhalten. Aber das war ganz kurz hier diesen Stab angucken. Ich hätte zwei Stellen. Stab, der ist gut. Nur Boost, Ton und Blitzzauber. Oh, nice, ich glaube, das ist was für dich. Nur den immer. Also Ton ist ein Blitzzauber, was ist das jetzt? Oh ja. Das ist ja richtig krass. Zwergenstab, oder was? Der sieht aber schick aus. Kommt gar nicht durch, ja, der sieht sehr schick aus. Los, ah, mach mal das neue Overlay hier, der zeigt mir rotes andere an. Das ist ein Overlay. Da. Ne, das ist mit dem Urbus, der hat Blitzzauber, schwächt Feuer und Dampf und Zauber, der hier nicht. Ich bleib mal beim krassen Heiler-Zauberstab. Dieses oben, dieses Kästchen, weißt du, da hatte ich eben, ich noch das andere Kästchen zu diesem anderen Stab, die ich auch weiß schon. Ich verstehe, aber das werde ich ja dann sehen, wenn ich dein Video auf YouTube angucke. Exakt. So, bevor du dich ansprichst, es war ja auch wieder vorletzte Folge oder letzte Folge, war es ja so, da kamen wir so an und alles war irgendwie friedlich und alle so, oh, hey, hey, du, guck mal, und nette Leute und so, und dann kam irgendwie, Blätter an und meinte irgendwie so von dem so, ach du, Hauptsache sie finden irgendwie nicht raus, dass wir da, keine Ahnung, diese Bergmenschen da getötet haben oder irgendwie sowas, weiß ich nicht mehr, so sinngemäß, und dann gucken die uns alle an und haben es halt gehört, weißt du? Ach so, ja, genau, bei den Elfen am Lagerfeuer. Ja, genau. Dann ging's los, dass jetzt alle angekommen haben. Deswegen ist es halt irgendwie geil, gerade die Vereinigung von allen Völkern und der Hoffnung, dass sie sich hier. Das ist schon ziemlich krass, wir schnetzeln gerade hier irgendwie jeden nieder und wissen eigentlich auch gar nicht, ob Vlad hier tatsächlich die Wahrheit erzählt. Aber das ist richtig, ja. Da wird von an. Möchtest du das Pergament von mir lesen? Okay. Nee, das musst du machen, oder? Muss ich echt? Achso, es ist an der Zeit, Lock zu stellen und eine Armee von Vanir und den Rest der Allianz. Auf Schloss Vanirhall! Okay. Bin ich mal gespannt. Gewitterwolke. Irgendwelche Artefaktstufen wieder, wo wir immer noch nicht gereiht haben, was diese Artefakte überhaupt bringen. Stimmt eigentlich, wir haben 1000 davon bekommen. Was mache ich eben? Kann man damit was machen? Blut, Feuer, welche Ringe vielleicht? Oh. Neue Robe, Wuxia-Robe. Schick, schick. Mann. Und die Robe auch in Blau? Das ist ja ein Traum. Traum, ja. Wir sollten dringend in unserem virtuellen Kleiderschrank. Oh ja. So. Fehlt dir auch in Rot? Man weiß es nicht, aber ich glaube, dieses Spiel hat Geschmack, deswegen gibt es sie nur in McGrath. Warum lachst du? Entschuldigung, ich fand den sehr gut. Auch wenn es gewiss war. Sie haben Schwerter groß wie Orks, können jeden Troll hier werfen und wir müssen die ganzen Bäume fällen? Psst, nicht so laut. Immerhin stehen sie auf unserer Seite. Sie tun nichts als herumhängen und essen. Nun, Freunde, was läuft denn so? Nichts, überhaupt nichts. Wie ist das Hammelbeinchen? Tja, wisst ihr, wir brauchen das Holz wirklich. Wenn ihr also bald wie möglich loslegen könntet, dann wäre das... Super. Sehr schön. Oh, was ist denn das? Oh, was ist denn das? Oh nein! Terminator! Terminator ist alles zum Mitnehmen, so. Alter, Wasser, wahrscheinlich. Oh, der hat sich Aber das sind doch arme Menschen.
Du bist ja schon fast so wie ich, du tötest einfach. Tut mir leid, das ist deine Aufgabe. Das tut mir leid. Es war auch eher ein Scherz. Ich wollte echt mal gucken, ob ihr jetzt mal wieder völlig unüberlegt. Nein, wir wollten euch nicht beim Arbeit stören. Lasst euch nicht unruhig. Also, wir brauchen das Holz auch. Ne? Genau, eben. Und zwar zügig. Also, jetzt nicht auf einmal anfangen aufzuhören, ne? Da habe ich nicht geholfen. Wir haben bloß die Aufgaben neu verteilt. Genau. So, wo sind wir links? Oh, mein Junge starb. Also, wenn bald das nächste Mal starten soll, in der Tür aus, dann hat den regulär, aber bis dahin muss er den immer aufnehmen, wenn man das stirbt. Also, es ist ja leicht homosexuell, also, es ist gar nicht irgendwie als Beleidigung, sondern einfach nur, aber Stab der Elfenkönigin ist, also. Viel homosexueller geht's eigentlich gar nicht mehr. Wie, hä? Stab der Elfenkönigin, mit einem Stab der Elfenkönigin rumzulaufen. Das ist wie am Namen und was mehrdeutig. Wisst ihr, wie es als gebäckte Tierform ist, wirklich, damit nicht eher Plätzchen sind? Was, wieso? Andererseits passen sie prima zu Käse und das ist eine der Haupteiter. Oh, Entschuldigung, das hat mich gestört. Ja. War ganz friedlich, der hat bestimmt nichts getan. Ach so, ich habe ihn ja auch nichts getan. Ich bin nur hingelaufen und habe ihren Käse durcheinander gebracht. Hey, diese tollen leckeren Käsekicker. Ich nehme den Käse mal mit, ne? Man weiß nicht, ob man den Käse gebrauchen kann. Feuer gegen Käse. Käse-Attacke. Feuer ist irgendwie gut, ich weiß auch nicht warum. Und Todesgefühl. Du willst einfach kurz mal telefonieren. Wo hast du meinen Stab gesehen? Ich sehe meinen Stab. Hier. Tatsächlich, im Mondgas. Mondgas, gut versteckt. Hier oben kommt vielleicht mit dem Dorfbewohner reden. Tötet mich nicht! Au! Alter, das tut dir weh. Aber der erntet doch nur. Was? Das tut aber dir weh, wenn du dich da reinstellst. Ja, ich würde ja auch nicht in eine Sichel reinlaufen. Natürlich tut das weh. Das ist logisch, aber also, es ist cool, dass es das Mobli. In welchem Spiel ist es so, dass du dich, wenn du vor einem Typen stehst, der auf den Boden eindrischt, dass du da auch Schaden kriegst? Das meine ich halt so, weißt du? Das finde ich halt cool. Ich will es dir bloß nochmal sagen. Bitte laufe nie im echten Leben in eine schlitzende Klinge. Okay, ich versuch's. Genau. Danke für den Hinweis. Liebe Kinder, ihr habt's gehört. Es macht zwar Spaß, aber es ist nicht zu empfehlen. Bitte nicht in Sensenmänner laufen. Oh, das ist ein bisschen Pferdchen, du, ne? Ja, man muss auch nicht jedes Pferdchen. Also, ist sicher, dass es ein Pferdchen ist? Ja, das ist ein Reh oder so? Nee, ist das ein Pferd. Okay, wow, du vermisst mich. Oh, das ist diese alte Hexe wieder. Oh. Mikrofontest 1, 2, 1, 2, alles klar? Ihr könnt loslegen, Herr O'Neill. Gut, ich stehe hier in der herrlichen Landschaft nördlich von Vaditorp, wo Valar Matilda uns ein seltenes Gespräch gewährt. Sagt mir also, Valar Matilda, was machen die Leute hier alle? Nun, Herr O'Neill, was tun wir alle hier? Hier ist eben richtig was los, mitten in der Provinz. Im letzten Jahr haben wir den Wald um das Dorf herum gerodet. Jetzt haben wir Merkerland. Und die letzten Überreste der Bestienleute sind wir auch gleich losgeworden. Diese dreisten Ziegen. Gut, dass wir sie los sind, sagt dieser Reporter. Wahrhaftig. Wie man sieht, liegen einige fantastische Dinge direkt um die Ecke.
Ich bin froh, dass ich hier sein und erleben darf, wie das Werk der Allianz Früchte trägt. Ich kann es kaum erwarten. Und was die Zaubererbedrohung angeht, besteht da Grund zur Sorge? Gute Frage, Bob. Ich kann wohl so viel sagen, dass kein Grund zu irgendeiner Sorge besteht. Es ist alles in bester Ordnung. Na bitte, alles in Ordnung. Zurück ins Studio. Mit dem Daumen hochfallen, so? Ja, sehr genau. Geil. Sehr geil. Donnerwetter, Zauberer, jetzt können wir doch noch ein paar rasante Szenen drehen. Gut. Okay. Bist du jetzt gerade... Ja, wir machen den Zauber. Ja. Das ist die Macht des Käses ist bei dem Sturm. Wackel! Ja. Ja. Todesfliege, zack. Wegen heiligeren Elfen, keine Ahnung. Steht doch noch. Cinderella. Hexe. Hexe, ja, eindeutig. Glück habe ich den. Oh, aber das Schwert hätte ich jetzt aber. Das hätte ich jetzt gerade auch. Ich auch. Das war schon ziemlich geil. Okay, liebe Kinder, liebe Freunde der Nacht, es ist leider hier vorbei. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder mit am Start. Also ich finde es echt geil. Ich bin immer noch positiv überrascht. Macht echt Spaß mit dir zusammen, McGrath. Ach, Dito. Das hast du aber schön gesagt. Ich weiß nicht, was du nee, das Spiel macht mir auch immer mehr Spaß, weil langsam merke ich so ein bisschen durch und beziehungsweise die Rollen, wie wir sie aufgeteilt haben, das funktioniert ganz fluffig. Genau. Ich achte so fein noch und du hast halt tot. Genau. Jeder das, was er kann. Genau. Okay, cool. Dann bis zum nächsten Mal, ne? Macht's gut. Ciao. Ciao.